So schnell? Oh Gott, warum ist denn das alles so dunkel? Ich erkenne gar nicht, was los ist. Was ist denn da? Was ist denn das hier? 0 Uhr 21, 0 Uhr 27. Das hier ist aktueller. Ach, guck mal, da kann ich ja mal sehen, wie spät es ist. Stimmt. Gut, dann beschwöre ich den mal vorher. Und dann spule ich den Dialog einfach schnell durch, weil die Zeit läuft ja weiter. Verdammt. Ich war mir sicher, ja, ihr ja, könnt mich, ich ja, glaube ja, euch ja, nicht. ja. Aber wir Ja, schweigt. ja. Ja, aber ich Ja, hab ja. euch doch. Euer Leben ist los. Marius, lebt wohl. Ich hätte nicht gedacht, dass uns bleibt wohl nicht. Ich geh mal weg ein Stück weit. Alter! Alter! Weg! Scheibenkleister! Scheiße. Bin schwer verletzt. Oh, das ist alles nicht gut. Oh, Mist. Kommen die mir hinterher? Oh ja. Oh. Oh, oh, was mache ich denn jetzt? Das Killer-Karnickel ist so stark. Die sind so stark, aber ich muss in diesen Tempel. Ich muss in diesen Tempel. Das ist das Ziel. Scheiße. Na gut, vielleicht kann ich erstmal irgendwas anderes machen. Ach, ich renne jetzt einfach da lang. Vielleicht greift ja das Killer-Karnickel auch die anderen an. Das wäre lustig. Das wäre hilfreich. Aber das rennt eigentlich sehr gezielt mir hinterher. Scheiße. Mist. Alter, ist das groß. Ist das groß. Und Level 22. Mist. Alter, da passiert nichts. Da passiert nichts mit dem Vieh. Ui, 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 ist viel zu nah. Wo gehe ich denn jetzt lang? Mann, ach Scheiße. Wieso sind die so stark? Das war aber zuletzt noch nicht so. Also was heißt zuletzt? Ich hab's... Es ist ja schon eine Weile her, wo ich's gespielt habe, aber... Damals war es nicht so. Da habe ich das geschafft. So, wir sind, ach so, wir sind jetzt schon hier. Oh, Mist. Das ärgert mich jetzt. Ich gehe erstmal ein Stück weiter ins Land. Also ins Tal. Oder aus dem Tal raus. Keine Ahnung. Und wir müssen mal gucken, ob wir noch ein paar Quests erfüllt kriegen. Und ein paar Level aufsteigen können. Weil so können wir es gerade voll vergessen. Das macht keinen Sinn. Aber mal ganz davon abgesehen, dass die Stelle wirklich scheiße gewählt war, finde ich... Ich benutze übrigens... Ich muss mal kurz kotzen. Ich benutze ganz schön viele Schimpfwörter. Merke ich manchmal. Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt. Eigentlich habe ich mal nie geflucht. Es gab mal eine Zeit, da habe ich nie geflucht. Das war was ganz Besonderes, wenn ich geflucht habe. Meinen Zorn. Was ich eigentlich sagen wollte davon, dass der Ort jetzt wirklich nicht gut gewählt war fürs Killer-Karnickel, finde ich eigentlich geil, dass es da bleibt. Nein, nicht doch so. Was ist das hier? Ein Pergament. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Aha. Quest. Oh, ein Quest-Gegenstand benutzen. Auf dem Papier steht in einer Sprache, die ihr nicht versteht, ein einzelnes Wort geschrieben. Gamol. Vielleicht kann es jemand für euch übersetzen. Ah, und ich weiß auch wer. Aber da gehen wir jetzt noch nicht wieder hin. Da kommen wir gerade her. Und wir haben ja hier einen nicht ganz Weisen, der sowas aber eigentlich wissen müsste. Ach, jetzt waren wir ja immer... Wo ich gerade den Kessel gesehen habe, musste ich dran denken. Jetzt bin ich ja wieder nicht in die Mühle gegangen. Das ist Schrott. Ja, ich weiß, aber... Naja. Tja. 1, 2, 3. Ein auf 3 Streiche.
Ja, klingt nicht ganz so cool wie 7 auf einen Streich. Wo geht's hier hin? Ja, wo ging's denn da? Ich geh erstmal weiter hier lang. Oh Mensch, mein Gott, was ist denn das nur? So, das nehmen wir mal. Ich finde das Geräusch irgendwie sehr, sehr unpassend hier. Ja. Oh. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Gar nicht wahr. Nein, nicht wegrennen. Nicht wegrennen. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Mach du das mal. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Gott sei Dank wiederholst du dich nicht. Handschuhe. Na, mal angucken. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Nicht so theatralisch, bitte. Hui. Noch mehr. Uiuiui. Alter, das ist alles voll mit Banditen. Aber mit welchen, die sich einigermaßen leicht bekämpfen lassen. Also wir sind hier gerade besser aufgehoben. Als da, wo dieses Häschen rumrennt. Nein, doch nicht so. Das da. Alter, macht der ein Theater. Ich möchte niemals, wo ich den gerade so liegen sehe, das ist eigentlich traurig, jemanden zu sehen, der so da liegt. Und da musste ich mich jetzt gerade dran erinnern. Es gibt so einen Dokumentarfilm über Pompeji. Der heißt Pompeji, der letzte Tag. Und ich habe es noch nicht geschafft, diesen Film anzusehen. Ich muss sagen, ich bin bei Filmen echt absolut nicht nah am Wasser gebaut. Also wirklich gar nicht. Aber wenn es an die Realität geht, wenn ich weiß, das ist tatsächlich passiert, dann berührt mich sowas. Und da kam es schon vor, ich wurde vergiftet. Dass ich, zumindest bei Pompeji, ich konnte mir das noch nicht angucken, ohne zu heulen. Noch nicht einmal. Also wenigstens jetzt nicht so total losflennen, aber so wenigstens den kleinen Drang loszuweinen, den habe ich immer. Weil die haben das so nachgespielt, dieser Bürgermeister, der die Stadt renovieren möchte für die anstehende Wahl. Und eine Schwangere, die mit ihrem Mann da auf dem Bett liegt und wartet, dass ihr Baby kommt. Und auf einmal dann diese Katastrophe. Diese Steine, die da vom Himmel regneten. Die großen Brocken, da haben sie dann einen Gladiator genommen, der so einen großen Brocken, da fielen ja solche leichten kleinen Steine, die sich aufgrund einer chemischen Verbindung in der Luft nach dem Vulkanausbruch gebildet hatten. Und dazwischen fielen aber auch diese großen Gesteinsbrocken. Ihr seid bereit zu kaufen, da bin ich mir ganz sicher. So, das ist der Typ, der uns vorhin angesprochen hat. Was war mit Gedankenlesen? Das will ich doch mal kurz wissen, auch wenn unsere Schuld schon wieder viel zu hoch ist. Bald bin ich noch reicher. Allerdings sollte ich mein Versteck bei den Goblins in der Nähe der Minen auflösen. Ja, das muss ich mir dann auch mal irgendwie merken. Wie lauteten die Optionen? Auch mal für meine Zuschauer jetzt. Ihr könnt Pholos Haus kaufen oder ein brandneues bauen lassen. Was soll es nun werden? Gut, das, also was, ich weiß, was das neue Haus darstellen soll. Da möchte er uns ein Grundstück verkaufen. Mit wahnsinnig schönem Ausblick aufs Tal, wie er sagt. Aber wir waren ja schon bei den Grabsteinen, wenn wir uns erinnern, und haben die vorgelesen. Da stand ja auf einem so eine Wohnungsanzeige. Und genau das ist das Grundstück, das der uns andrehen möchte. Und was mit Frodos Haus ist, das weiß ich gerade nicht, weil mit Frodo standen wir ja in Kontakt. Und ich weiß ja, dass der da noch wohnt. Und ich weiß aber auch nicht, ich meine, wenn wir jetzt, ich weiß schon, wie es ausgeht, wir werden beides irgendwie nie zu Gesicht bekommen, weil er immer sagt, dieses muss noch renoviert werden, das muss noch renoviert werden. Und uns jedes Mal wieder Geld abzocken möchte, deswegen entscheide ich mich hier für gar nichts, aber ich weiß gerade nicht, was passiert, wenn ich mich für Frodo entscheiden würde. Aber wir, nein, keins davon. Das glaube ich nicht. Natürlich wollt ihr ein Haus. Sagt mir nur welches. Nee, versteh mich bitte richtig. Ich will wirklich nicht. Ihr
wollt nicht verstehen, Drachentöter. Das nächste Mal werdet ihr kaufen. Was für eine Möglichkeit ihr euch entgehen lasst. Naja, was soll ich mit einem Haus? Bin sowieso nur draußen. Was ich gerade sagen wollte. Also bei Pompeji, da gab es ja neben diesen kleinen Steinchen, die sich anfänglich gebildet hatten, ich weiß gerade gar nicht, wie die hießen. Gestein hieß eben. Gab es auch diese großen Brocken, die bei einem Ausbruch in die Luft geschleudert wurden. Und sie haben sich den Gladiator als Beispiel genommen, um zu zeigen, wie gefährlich das da draußen eben werden kann, wie schnell mal so von so einem Ding am Kopf getroffen werden kann. Haben das alles so, wie sie sich irgendwie gekümmert haben. Wie sie da lagen, wie sich einer einfach das Gold aus den Wohnungen, aus den Umliegenden geschnappt hat, die leer waren oder in denen Menschen lagen, die sich nicht mehr bewegen konnten. Und dann, weil die Steine schon so hoch waren, durch obere Fenster reinklettern konnten in die Gebäude. Und all solche Dinge. Und dann am Schluss, wo sich das alles dem Ende zuneigte, haben sie auch gezeigt, wie sich diese Menschen verkrochen haben, wie sie sich hingelegt haben, Mund und Nase zugedeckt haben und versucht haben, sich irgendwie zu schützen. Und das sind immer die Stellen, an denen ich dann anfangen muss zu weinen, weil man sieht diese, oder die mich zumindest unheimlich traurig machen, weil man sieht diesen Schauspieler, der sich da irgendwo in der Ecke kauert, sich Mund und Nase zuhält und am Ende trotzdem erstickt. Und dann gibt es so eine weiße Überblendung. Und dann zeigen die, ich beschreibe das gerade für mich mit der Hand, deswegen kann ich gerade nichts machen. Okay, und dann zeigen die einen Menschen, den sie gefunden haben, außenrum versteinert, der einfach genau so da hockte. Und in dem Moment wird einem bewusst, dass das jetzt nicht einfach nur so dargestellt war, sondern dass irgendein Mensch tatsächlich mal so gestorben ist. Und das macht mich dann unheimlich traurig, diese Verzweiflung in dieser Körperhaltung. Das alles ist, traurig. Ganz traurig. Und ich gucke ihn aber trotzdem gern, weil es bildend ist. Und traurig finde ich beispielsweise auch die Stelle, die zeigen eben, wie gesagt, beispielsweise den Bürgermeister, der dieses und jenes für seine Wahl umbauen lässt. Hier kommen wir übrigens auch nicht wirklich weiter, merke ich gerade. Wie viele Schulden haben wir denn noch? Gar nichts. Gut. Läuft er durch die Gegend und beschreibt seinem Bauherrn, was er da gemacht haben möchte. Das muss ja alles ganz anders werden und sowas. Und gegen Ende zeigen sie so das alles dann nochmal. Da zeigen sie dann diese zerstörten Bauten, diese Dinge, die sie wieder ausgegraben haben später und blenden nochmal so diese Stimmen ein. Das soll ja alles ganz anders werden. Und das ist auch nochmal so traurig, dass man hört, da hatte jemand Pläne, ganz normale Pläne, die dann so derartig krass zunichte gemacht wurden. Also ich finde das alles wahnsinnig traurig. Kann sein, dass ich da emotional bin oder sowas, aber ne, geht nicht. Geht nicht. Okay, nochmal speichern. Mein Gehilfe ist auch bald hinüber. Kam ja nochmal welche? War ja nochmal was? Ach, da drin steht noch einer. Okay. Ich pfeife dir nochmal zurück. Dann speichere ich jetzt vorsichtshalber nochmal ab. Und dann lehne ich mich mal kurz zurück. Oh Gott, weil mein Rücken geht gut. Weil ich schon wieder so lange so gerade sitze wegen dem Mikro. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. Es gab ja jetzt keine weitere Störung mehr, da konnte ich nur mal gucken. Das ging aber schon. Mitten in der Nacht Energy-Drink trinken. Das ist immer eine kluge Idee. So, nochmal speichern. Schwören. Und drauf losrennen. Ich habe hier einen Pfeil so scharf wie der Zahn eines Dämons auf deinen Hals gerichtet, Freundchen. Du solltest mir besser verraten, was du willst. Eure Frau schickt mich. Ihr habt euer Mittagessen vergessen. Ich habe keine Frau mehr, setze mich auf und wollte mich zu nerven. Oh.
Das ist aber keine gesunde Einstellung, mal dran gedacht, einen Arzt aufzusuchen. Meine Finger rutschen gleich ab, Witzbold. Ja, ja, ich will ins Lager. Was denkt ihr, warum ich sonst hier wäre? Niemand erhält Zutritt ohne das richtige Kennwort. Rote Beta. Verdammt, du weißt es. Dabei schieße ich Leuten doch so gerne in den Hals. Tut mir wirklich leid. Gedankenleser. Neue Erkenntnisse aus dem Kopf dieses Mannes, okay? Oh nein, ich hab mich... Doch, hab ich. Willkommensbonus. Die sind ja aber alle höflich. Wer bist du, Christoph? Ich hab dich reingelassen. Was willst du noch? Erzähl mir doch ein bisschen was von diesem Lager. Nein. Mach dich vom Acker. Okay. Gedanken lesen. 680! Wollt ihr mich... 680! Für einen Typen, der... seinen Namen mit F hinten schreibt. Christoph. Na gut. Mir ist langweilig und ich bin nüchtern, aber ich werde von dem abgestandenen Bier hier keinen Schluck trinken. Was macht denn das Komma da? Für eine Flasche Rimmerum würde ich töten. Aha, wir können ihm also rumbringen. Mal gucken. Erstmal zerlegen wir hier ein bisschen was. Vielleicht finden wir da sogar was. Was ist mit dir hier? Hey, verpiss dich! Alter! Ich hab zu tun, verdammt! Ja, ja, ist ja gut! Also wirklich. Oh, oh, aber viel. Oh, euch haben wir hier noch nie gesehen. Seid ihr vielleicht zufällig romantisch veranlagt? Mal gucken. Warum lasst ihr mich nicht einen Strauß Blumen für euch kaufen, bevor ich diese Frage beantworte? Oh Gott. Oh, so eine Frage hätte ich hier nicht erwartet. Naja, doch, irgendwie schon. Mal sehen, ich wärme mich gerne in der Abendsonne, während das Blut erbarmungslos getöteter Opfer von meiner Rüstung tropft. Eins oder drei? Ich bin ja eigentlich nicht blutrünstig, aber... Also ich meine jetzt hier im Spiel bisher nicht. Wer Dishonored gesehen hat... Weiß vielleicht, dass ich da schon ein Fable für habe, zumindest im Spiel. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme mal die 3. Daran dachte ich nicht, aber fast. Ach, verdammt. Die Sache ist, wir wollen aus diesem Lager verschwinden. Ach so. Wir haben genug von diesem Leben. Am Anfang war es hier ja ganz angenehm, aber jetzt ist Sibylle schwanger und wir wollen nicht, dass unser Kind in diesem Umfeld aufwächst. Mein Beileid erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerkt habt, aber dieses hölzerne Ding mit den Angeln ist eine Tür. Benutzt sie doch einfach. Oder, und das würde ich mal nehmen, was macht euch so große Sorgen, dass ihr so plötzlich verschwinden wollt? Das, was hier vor sich geht. Der neue Orden hält uns vielleicht für einfache Banditen, aber in Wahrheit dienen wir einem schrecklichen Nekromanten. Wir haben ihn einmal bei der Arbeit gesehen. Die Schreie. Das Grauen. Nein, wir müssen von hier verschwinden. Aber Ragnar traut uns nicht und denkt, dass wir die Position des Lagers verraten würden. Daher hat er der Torwache Christopher befohlen, uns nicht gehen zu lassen. Gut, wie kann ich diesen Christopher überzeugen? Wissen wir nicht, das ist das Problem. Christopher verlässt niemals seinen Posten, unglaublich. Aber falls ihr ihn überzeugen könnt, geben wir euch unsere Waffen. Wir brauchen sie nicht mehr, wenn unsere Banditenzeiten vorbei sind. Bitte, findet einen Weg, dass wir verschwinden können. Wir wollen doch nur in Frieden leben. Ist dieser Christopher möglicherweise der Christoph mit F?